Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar habe ich jetzt mal meine Gesichtsmasken aussortiert und ich wollte euch jetzt die zeigen, die ich noch habe. Ich werde da zwei Teile von machen, denn jetzt sind noch reichlich. Und zwar Teil 1 werden Tuchmasken sein und Teil 2 werden Crememasken sein. Die Tuchmasken sind was weniger, aber trotzdem, so ein Riesenvideo muss es ja dann auch nicht sein. Mein Werbungsschild steht dort, ist natürlich alles selbst bezahlt, was ich euch jetzt zeigen werde. Und dann starten wir mal los. Ich glaube, es wird sehr Balea-lastig. Ich mag halt Balea. Fangen wir an. Balea-Tuchmaske Bier Panda, beruhigende Pflege mit grüner Teeextrakt. Diese hier. Dann, das war eine Limited Edition von Essence, Would You Love Me? Hydrating Face Sheet Maske. Diese hier, so ein Kätzchen. Hoppala. Dann von Balea eine Tuchmaske Blütentraum. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Kirschblütenextrakt. Ja, ich bin ja ehrlich, ich bin bei fast allen Masken oder bei allen Masken nach dem Strickmuster gegangen. Nach der Verpackung gegangen, genau. Ich bin wieder am Start. Tuchmaske von Balea Blütenzauber. Der andere war Blütentraum. Spendet intensive Feuchtigkeit und mit Pfingstrosenextrakt. Die sieht so aus. Ja, dann kommt eine, die finde ich wirklich wunderschön. Auch eine Tuchmaske von Balea. Sweet Macarons. Mit Hyaluron- und Erdbeerextrakt spendet Feuchtigkeit und belebt. Die ist matt und dann glitzern oder schimmern oder wie auch immer hier die Macarons drauf. Dann von Isana Young, Tuchmaske Flower Power, pflegend für alle Hauttypen. Genau. Dann habe ich die Isana Young Bubble Maske für ein geklärtes Hautbild. Die fand ich gut. Mal gucken, wie die jetzt ist. Ist ja jetzt auch schon ein paar Monate her, wo ich die gekauft habe. Dann von Isana Perfect Smile Hydrogel Pad. Reduziert die Faltentiefe. Gegen Lachfältchen Soforteffekt mit Massagepunkten. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Die wird dann hier unten am Mund angesetzt. Dann von Balea Feed Your Skin Tuchmaske. Spendet intensive Feuchtigkeit mit Wassermelonenextrakt. Und dann habe ich eine, ich glaube, die habe ich schon mal gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Von Balea Beauty Effect Tuchmaske. Frisches und sichtbar geglättetes Hautbild. Aufpolstereffekt mit Hyaluronsäure. Diese hier. Mit, was steht da? Hyaluron Turbo. Hast du noch nicht drauf? Wusch! Schon mit Feuchtigkeit gefüllt. Und zu guter Letzt von Balea die Tuchmaske Hippie Wipes. Duftet nach einem sonnigen Strandtag. Ja, die habe ich aber im letzten Jahr geholt, das weiß ich. Und noch nicht gemacht. Schande über mein Haupt. Ja, das waren meine Tuchmasken. Und ich werde jetzt hier einen Cut machen. Sag schon mal einen schönen Tag. Und jetzt folgt Teil 2.